deine ganzen Sachen, du alte Schlampe! Du blödes Klavier! Stehst du den ganzen Tag und weißt du, wer das ist? Dein neuer Freund Bernd. Ich finde das ganz schön, das Klavier spielen. Nee, ich kann es nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Die ganzen Jahre, bin, 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 bin. Das geht nicht. Wie viele Jahre warst du mit dem? Zwei. Und das reicht. Obwohl ich ihn sehr nett finde. Und du kannst es immer hören, das Klavier. Spielst du auch Klavier? Nee. Willst du es auch lernen dann? Nee. Man muss doch nicht immer alles. Ja, Gott, das weiß ich nicht mehr. Nee, man kann verrückt werden davon, das ist es. Wir müssen bis um 5 zurück sein, da kommt der Netzer im Fernsehen. Der ist ja so heiß. Thank you.
hier. Ach, Max, hat doch keinen Sinn. Ach, bleib doch hier. Der Bernd hat doch das Klavier lieber als mich. Ach, das kommt doch oft mal vor. Aber wir streiten uns doch dauernd. Ist doch ganz normal. Marc, das verstehst du nicht. Ich muss jetzt wirklich gehen. Das ist lieb von dir. Tschüss. Kennst du die Schwarz? Mhm. Gut? Mhm. Sie ist mir höher. Kannst du für mich da nichts machen? Klar, Mann. Für dich immer. Ist das ein Freund von dir? Wer? Na, der da. Ja, was ist denn? Du sollst dir deine Freunde aber etwas besser aussuchen. Was ist denn los? Na, ich hab's doch wie am Auto gerochen. Was hast du gerochen? Das war Rauschgift. Der Mensch darf alles tun, nur eines nicht. Er darf nicht vom Baume der Erkenntnis essen. Ach, ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst. Und sie hat mit dem Fächer mir geschlagen ins Gesicht. Ist nicht komisch. Hier, wenn ich Schlag verspüre, mit dem Fächer ins Gesicht. Carmen. Falsch. Als wäre ich etwas Leichteres vor sie. Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen, denn schon von Kindesbeinen befasse ich mich mit Schweinen. Na, das kennt doch aber jeder. Zigeunerbaron. Gut, mein Kind. Der ist richtig gut, der Alte, ne? Ich mach mir nicht aus Opern. Übrigens, man hat mir mein Feuerzeug geklaut. Versteht jemand etwas von Fußball? Oh ja! Niemand? Ich. Welches ist die Verteidigungsreihe des deutschen Meisters Borussia Mönchengladbach? Wann? In den letzten Spielen. Müller, Silov, Vogt und Bleidig. Jetzt Sie, junger Mann. Die bekanntesten Spieler des Dresdner Sportclubs in den 40er Jahren. Hofmann und unser heutiger Bundestrainer Helmut Schön. Jetzt werde ich Ihnen eine sehr schwierige Frage stellen, junger Mann. Welches ist der Bundesligaspieler mit den meisten Berufungen? Mange jetzt. Der gefällt dir. Hast du noch mal an mich gedacht? Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ungefähr 3 Wochen. Dann habe ich 3 Wochen an dich gedacht. Geht's dir gut? Ja, und dir? Ja, ich besaufe mich jetzt ein bisschen. Jetzt nicht weinen. Nein, es ist alles in Ordnung. Du siehst schön aus. Ja? Ich denke auch die ganze Zeit, es wäre meine Hochzeit. Du, das ging nicht mit uns beiden. Nein. Tanzt du mal mit mir? Da steh schon auf. Thank you.
dir geredet. Und? Alles klar. Ich muss mal pipi. Doch nicht jetzt. Ich kann doch nicht die Hand davor halten, Mensch. Na, so alleine hier? Tja, dann wollen wir mal. Was wollen Sie eigentlich von mir? Na, in die Büsche. Die Sau. Du hast doch gesagt, dass sie dir hörig ist. Du hast den falschen Moment gewählt, Alter. Es wird immer schlimmer. Ich muss in die Apotheke Tabletten holen. Ja, tu das. Haben wir überhaupt noch Geld? Vielleicht noch was im Telefonkasten. Und Geld haben wir auch keins mehr. Warum können wir nicht mal heiraten? Kleine Frage. Brauchen Sie zufällig eine Rundfunkzeitung? Nein. Aber Sie hören doch manchmal Rundfunk, hm? Ja, aber deswegen brauche ich doch keine Rundfunkzeitung. Aber Sie brauchen eine Posterlaubnis zur Inbetriebnahme eines Rundfunkgerätes. Dürfte ich die mal sehen? Moment. Isolde, Isolde, da ist was passiert. Komm mal schnell. Ich schlafe. Sag mal, Isolde, haben wir einen Rundfunkapparat? Ja. Was? Wir haben noch gar keinen. Doch, wir haben einen. Dürfte ich dann mal Ihre Betriebserlaubnis sehen? Haben wir keine. Sie wissen doch, dass Sie sich als Schwarzhörerin strafbar machen. Ja. Ja, dann muss ich Sie leider bitten, mir zu folgen. Machen wir. Kommen Sie doch mal bitte rein. Wir haben doch gar kein Geld. Das ist ja wirklich fabelhaft. Auf dem Wasserbett kann man auch zu zweit schlafen. Wirklich? Ist das alles Wasser? Das sind die Fenster. Schütze. Ich bin wieder da. Was ist denn hier los? Du, der ist von der Post und der will Geld.
Wissen Sie, was heute Abend im Fernsehen läuft? Nein. Aber Sie haben einen Fernseher im Haus? Ja. Sind Ihre Eltern da? Isolde! Er will wissen, was heute Abend im Fernsehen läuft. Weiß ich nicht. Dürfte ich die Betriebserlaubnis für den Fernseher kurz einsehen? Na, kommen Sie doch bitte rein. Wollen Sie mal? Nein, danke, nicht so sehr. Haben Sie vielleicht einen Stuhl da? Haben wir einen Stuhl? Was für ein Stuhl? Einen ganz normalen Stuhl. Soll ich mal nachsehen? Hilfe! Ich glaube, da ist was passiert. Ich sehe mal nach. Könnten Sie mir bei der Gelegenheit einen Stuhl bitte mitbringen? Zum Sitzen? Nein, nein, nur einen Stuhl. Naja, alt, so ungefähr 50 und dick und dann auch so ein öliges Lächeln. Und dann glaube ich noch so kleine, dicke Wurstfinger. Herrgott, aber der andere sieht aus. Schlank und haar und charmant ist der, du aus. So toll. Der ist echt scharf. Wir tun was gegen die Umweltverschmutzung. Dort kriegt man mit Ozonduft alles gereicht. Und es hat... Das finden Sie doch auch rechte Vorteile. Tja, das kann man nehmen, wie man will, nicht? Geschmackssache. Eins, zwei, drei. Aber nicht so laut! Isolde, Isolde, da ist was passiert, komm doch mal! Mensch, Mann, solche Eierköpfe wie Sie sind wirklich too much in dem Business. Gut, dass wir jetzt zu zweit sind. Sonst mal sind Sie ein Triebverbrecher? Und was sind Sie? Was habe ich denn mit Ihnen zu tun, Mann? Sind Sie etwa kein Betrüger? Vielleicht sind Sie von der Polizei. Du, Post ist nicht Polizei. Stimmt. Vielleicht sind es dann Gangster. Die Luft ist ein bisschen dick hier. Wollen wir nicht? Nee, wollen wir nicht. Sei mal lieber ruhig, Mann. Aber wenn Sie sich hier verabredet haben, weil Sie wissen, dass wir alleine sind? Glaubst du? Also ich nehme die Gabel. Nee, du nimmst lieber den Föhn, das fällt weniger auf. Also gut. Und du bleibst hier im Bad. Und wenn du einen Schrei hörst, rennst du sofort vors Haus. Ja, aber vielleicht steht da noch einer. Dann schrei schon im Flur. Na nun. Die Apparate funktionieren ja gar nicht. Was? Naja, das verändert natürlich sofort die Situation. Ich meine, dann für Apparate, die nicht funktionieren, brauchen sie natürlich nicht zu bezahlen. Der geht doch. Ich sagte gerade, der geht nicht. Der geht nicht. Wirklich, er geht nicht. Aber der ging doch noch gestern. Ja, er ging doch gestern, aber heute geht er nicht mehr. Sie können es mir glauben. Nee, das glaube ich nicht. Puh, ja, na dann, ich meine, dann, wenn Sie es nicht glauben, dann tut's mir leid. Also wenn er nicht geht, ist er kaputt. Aber Silvi, der ging doch gestern. Seltsam, ja. Gestern ging er noch. Tja. Das glaube ich nicht. Ja, Sie können es ja selber mal, nicht wahr? Bitte, probieren Sie. Ja, haben Sie schon alles auf? Ja, wie gesagt, ich habe dreimal hin, viermal zurück, hiermal fünfmal, sechsmal. Also bestimmt, er geht nicht, ja? Nicht wie weg hier. Hilfe! 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 Also, dann werden wir mal wieder gehen. Wie gesagt, die Post immer zu Ihren Diensten. Sie können sich immer auf uns verlassen. Ja, versuchen Sie es vielleicht mal nebenan jetzt. Wir machen erstmal ein kleines Päuschen. Also, wie gesagt, Wiedersehen. 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 Und entschuldigen Sie die Störung. Wetter halt,
Ah ja, der Mond. Mond ist Mond. Hm. Schon mal da gewesen auf dem Mond? Ich war schon mal da. Warst noch nie da, ne? Naja, der Mond, der bestimmt ja auch das Wetter, ne? Meistens. Oder? Wie, weißt du da was drüber? Verstehst du was von Rheuma? Hast Rheuma, ne? Du bist ein... Ich fühle mich ein bisschen unsicher jetzt. Ich war bis vor 3 Wochen mit einem Typ zusammen, der jetzt geheiratet hat. Ich kannte den 2 Jahre. Es lief alles wahnsinnig schön. Zum Schluss war ein Klavier im Weg. Kannst du das verstehen? Ich glaube, ich möchte ein bisschen alleine bleiben jetzt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich würde ganz gerne mit dem Mädchen anziehen. Wie alt müsste die sein? Du, das ist egal. Naja, ich meine... Und wie sie aussieht, ist auch egal. Oder? Ich meine, ich könnte dir sagen, wie ich mir das vorstelle. So passiert sowieso nicht. Wie ein Mädchen aussieht, wie ein Mädchen sein könnte. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Du zum Beispiel. Du kennst mich ja gar nicht. Ja, ich meine, so wie ich dich kenne. Und hinterher bin ich ganz anders. So ist es doch immer, oder? Man malt sich was aus und nachher passiert was völlig anderes. Ja, dann passiert wieder was. Einmal habe ich geträumt, ich würde schlafen. Und als ich aufwachte, habe ich gemerkt, dass ich wach war. Ich hab ja mal Bäcker gelernt. Kannst du mir was backen? Wenn du einen Ofen hast? Klar, Mensch. Ich wollte Zirkusprinzessin werden. Und du? Ich wollte mal Clown werden. Clown? Ja. Klon oder Clown? Nee, warte mal. Klon? Clown.
Schönes Tier. Ja. Ist das dein Hund? Ja. Wie alt ist er? Ein Jahr ungefähr. Und du? 13. Wird der noch größer, du? Nee, der bleibt so. Ist ein Dackel, ne? Ja, auch Lauf nicht schnell, lauf nicht schnell. Ja, es geht, der läuft ziemlich schnell. Komm, wir machen mal ein Wettrennen. Ja. So, pass auf. Ich nehme den Dackel, ja? Ja. Ob der Dackel schneller läuft als ich, ja? Ja. Okay, pass auf. Wir rennen zusammen los. Also okay, ja? Pass auf, so. Eins, zwei, drei. Komm! Den Hund nicht vorstellen. Der ist so groß wie die ganze Telefonzelle. Das ist wirklich zu viel für einen Mann. Marquardt, ich brauche heute das Geld, nicht morgen. Heute brauche ich das Geld, ich habe nichts mehr. Ja, und wo soll ich die Nacht hin? Mit dem Hund komme ich noch in kein Hotel. Marquardt, glaub mir, das ist der Prototyp eines Wachhundes. Ein echt viriler Typ. Marquardt, bitte lass uns das heute machen. Ich weiß wirklich nicht, was passiert, wenn der Hund rauskriegt, dass ich ihn geklaut habe. Der bringt mich um. Mein Hund ist weg. Ja, deshalb braucht er nicht zu schreien. Sie erschrecken ja die ganzen Tiere mit ihrem Geblöke, Mann. Mögen Sie keine Hunde? Ja, wie sah er denn aus? Ja, so, so etwa, so. Ach, ein Wachhund, oder? Ja, auch, auch. Und da war er dran, oder ja, was? Ja, da war er dran. Der hat sich abgebissen hier. Hier. Mann, Sie stinken ja wohl besoffen gewesen, was? Ja, das ist der Nebel. Schlafen Sie öfters hier? Da, da hat's gebellt eben, da hat's gebellt. Nee, da hinten. Ich liebe Tiere ja so sehr. Ja, ich auch. Ich hab 800 Katzen, hab ich. Cäsar! Kann er schwimmen? Nein. Na, können Sie vergessen. Wieso denn? Überlegen Sie doch mal, Mann. Aber ein Hund ist doch keine Ente. Ja, deshalb ja gerade. Ihr Hund treibt's mit der Ente. Gegensätze ziehen sich an. Welche Gegensätze denn? Mann, gewöhnlich, eine Ente bewegt sich im Wasser, oder? Also, was passiert? Der Hund, er kann nicht schwimmen. Aber ist doch eine Sie. Ach, ist, na, das ist ja ganz was anderes. Ja, da bin ich mal ganz froh, dann lebt sie ja noch. Sagen Sie mal, Cäsar, ist das Ihr Hund? Ja. Ist es eine Sie? Ja. Sagen Sie mal, halten Sie mich für einen Hundedieb? Sag mal, Dennis. Du bist ja auch überall anzutreffen, weil es einen linken Job gibt, ne? Wieso link? Das wird ein Knall. Das ist doch vollkommen legal. Was ist denn dieser Hundehalle hier? Herrenlose Hunde müssen eingefangen werden. Schmurchen, was sagst du dazu? Zeig, dass du ein Hund bist! Du bist, jawohl! Aus! Jetzt weiß jeder, dass du ein Hund bist. Toll, Mann. Ja. Du verstehst doch überhaupt nichts von Tieren. Aber du verstehst was. Wie ist denn ein Jockey? Der Nächste, bitte. Bitte der Nächste. Jo. Ach, das ist es. Ja. Was hier steht? Na? Männlicher Tierliebhaber als Mitarbeiter gesucht.
männlicher. Sind die der Meinung, dass wir Weiber keine Tierliebhaber sind, oder wie sehe ich das? Nee. Deshalb bin ich doch hier. Katzen interessieren dich auch, oder? Warum gerade Möwen? Ich meine, ich lebe zwar auf dem Land. Du mir gerade ein? Naja, ich habe auch neulich auch 500 Vögel gesehen auf einmal. Was für Vögel? Im Baum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Störche. Nee, Störche sind Störche. Es können auch 500 Störche in einem Baum sitzen. Nee, ich meine, bricht ja. Reihe waren es nicht. Weil du gerade von Störchen sprichst. Nein, beide von Reihe. Das war, Moment mal, lass mich doch erstmal aus. Das waren Zugvögel. Ja. Waren Zugvögel. Und dann, wie gesagt, also ich hab unheimlich viele Katzen. Kraniche, Reihe und Störche sind auch von Katzen weiß ich eine Menge. Ja, das hat wenig mit Zugvögeln zu tun. Naja, also mit Zugvögeln, ich meine, ja, was wolltest du von Katzen? Ich meine, willst du Vögel gebracht haben? Ich kenne Kanalvogel, kenne Papagei. Was ist das hier? Ich wollte, ja, das, Ach, Sie haben sich gemeldet. Auch. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich liebe ja Tiere. Außerdem habe ich noch 4 Katzen außer diesem Kerle. Vertragen sich die? No, die lieben sich abgöttisch. Gell, Mäuerchen? Wo ist die Tante Clara? Na, das ist das Pilzchen, das ist das Pilzchen, da ist das Pilzchen. Das magst du nicht. Mag er nicht. Er mag nur die Tante Clara. Und die hat noch 3 Junge und die spielen zusammen. Ja, ja, das ist deins. Aber das ist... Darfst du. Er sucht aber wirklich eine männliche. Ja, dann habe ich es wahrscheinlich nicht richtig gesehen. Was tut eine Rohrdommel, wenn sie sich in Gefahr fühlt, wenn sie fühlt, dass Gefahr droht? Du, über Rohrdommeln weiß ich überhaupt nicht. Bist du irgendwie am See mal aufgewachsen oder bist du auch öfter am See gewesen? Na? Kühe kenne ich. Ja, Kühe, die haben selten Angst. Ich meine, sie kriegen sehr viel Schläge. Nee. Aber eine Rohrdommel, lass mich mal das ganz kurz erklären, damit du es dann auch weißt, wenn wir mal irgendwas mit Rohrdommeln zu tun haben. Eine Rohrdommel, Rohrdommel, das heißt, sie lebt im Rohr, diese Dommel, ja? Und wenn sie Gefahr spürt, ja, fällt sie sich genau wie ein Halm, das ist ein bisschen übertrieben, aber richtet sich so auf, als sei sie ein Halm. Sie glaubt nämlich, dass sie dann getarnt sei, weil sie im Rohr lebt, ja? Alles ist senkrecht, ja? Und dann fällt sie sich auch senkrecht und glaubt dann geschützt zu sein. Aus dem Fernsehen kennen wir genug, glaube ich, Tierserien und so weiter, ne? Wo Tiere eigentlich gut sind, aber wenn irgendetwas auftritt, was das Tier bedroht, ja? Dann ist es ganz ähnlich wie beim Menschen. Dann sagt es so. Und merkwürdigerweise, ich weiß auch nicht, wie es kommt. Der Kleine würde sich auch wehren. Liebe ich Tiere mehr als Menschen, irgendwie. Verständlicherweise. Weil dem Mensch der Geist gegeben worden ist, dem Tier nicht, so sagen wir es jedenfalls. So steht es, glaube ich, auch in der Bibel. Und das Tier entscheidet sich ganz instinktiv. Und der Mensch hat aber immer noch so einige Karten in der Rückhand und lässt sich dann auf sie los. Weil der Mensch den Instinkt verloren hat. Verloren hat und ich würde sagen, er will gewitzt sein. Und ist es aber nicht. Ist es nicht unbedingt, weil ich meine, es gibt Fälle genug, wo, sagen wir, dieses Wort crime doesn't pay eben nicht stimmt. Richtig. Aber das Tier irgendwo widerlegt, das häufig. Sie kennen Lassie, Sie kennen Daktari und so. Wo einfach das Tier als strafendes Moment einbricht in die Geschichte. Und dann steht das Tier da, plötzlich als Symbol. Sache. Willst du reinkommen? Nee, also ich habe im Moment eigentlich überhaupt keine Zeit, weil ich wollte eigentlich weiter. Weil ich fliege nach Südamerika. Der Luftverkehr ist zusammengebrochen. Ja, aber für mich ja nicht. Ich habe ja einen Typen, der macht das schon. Weißt du? Tja, Und? Ja, wie gesagt, 2 Stunden habe ich noch. Ich könnte natürlich auch. Für einen Tee? Naja, ich habe eigentlich keine Zeit. Aber ich könnte, für einen Tee könnte ich schon reinkommen. Okay. Der Herr sieht aus wie eine Kartoffel. Und er redet nur so einen Blödsinn, ja? Von irgendwelchen Tieren, aber hat überhaupt keine Ahnung. Und das kann ich nicht bringen, verstehst du? Ich muss nach Südamerika. Das Beste wäre natürlich, ich würde 2 Tage hier bleiben. Wenn es geht, natürlich. Hier wohnen nur Frauen. Das würde mich überhaupt nicht stören. Ist das für heute dein ganzes Gepäck? Hast du überhaupt keine Wohnung?
brauche keine Wohnung. Ziehst du mit dem Koffer rum? Du, ich brauche keine Wohnung, eine Wohnung belastet mich nur. Wozu soll ich eine Wohnung haben? Ich gehe sowieso nach Südamerika. Also? Nach Brasilien. Willst du mitkommen? Ich glaub's nicht. Dass ich dahin fliege? Du, ich meine, wie gesagt, denkst du, ich will ja ewig wohnen, oder was? Erstmal für 2 Tage. 2 Tage genügen völlig. Und dann können wir weitersehen. Erzähl mir doch mal die Wahrheit. Du, sag mal, hast du den jetzt als Trommler engagiert? Du, ich habe ihn nach deiner Hochzeit kennengelernt. Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt von Südamerika und seitdem ist er hier. Ich mag ihn halt ganz gern. Und er wohnt einfach hier, ja? Das hat sich so ergeben. Eigentlich wollte er nach 2 Tagen schon wieder fahren. Zur Zeit tut er halt überhaupt nichts. Aber du bist glücklich, ne? Nicht so unglücklich. Ist halt ein ganz anderer Typ als du. Man weiß nie, was er macht. Man weiß auch nie, ob es ernst ist oder Spaß. Einmal hat er erzählt, er kann backen. Hat noch nichts getan bisher. Dabei hätte ich gerne mal irgendwelche Kekse. Er erzählt doch nie, wo er hingeht. Warum nicht? Keine Ahnung. Manchmal wüsste ich es ganz gerne. Aber er ist musikalisch. Seit 14 Tagen liest du den Plan. Kannst du ihn auswendig? Kannst du ihn schon auswendig? Mensch, lass doch den Plan. Ich hab da meinen Plan im Kopf, Mensch. Vielleicht versuchst du es mal mit einer anderen Linie. Barig oder weiß ja nicht was. Ja, mit dem Fliegen, das musst du schon hinhauen, ja. Aber ich meine, warum fragst du mich da? Und das, ich hab dir gesagt, dass ich das verschieb, ne? Du beschäftigst alle Leute hier, seitdem du hier bist. 3 Weiber. Ich meine, es liegt doch an den Leuten, wenn sie sich beschäftigen lassen. Wer beschäftigt mich denn, Mensch? Ich muss mich alleine beschäftigen. Und arbeiten? Auch nichts. Keine Arbeit. Arbeiten? Keine Arbeit und kein Geld. Du, ich brauche keine Arbeit. Geld, ich meine, ich brauche Geld, aber... Aber du musst essen. Aber ohne Arbeit, verstehst du? Gearbeitet wird nicht mehr. Noch ein Marmeladenbrot. Oh ja, das wäre wirklich fantastisch. Keine Marmelade da. Willst du hier kaufen gehen? Schauen Sie dir Blinde an. Nein, nein, völlig unverschuldet. Ist unter Lastwagen gekommen, ja. Vorige Woche, nein, die Versicherung. Dankeschön. Ja, bitte. Gut, vielen, vielen Dank. Ganz klar. Es braucht nicht viel zu sein. Ich weiß ja, ich habe selbst. Dankeschön. Solchen, schauen Sie doch mal da drüben. Da drüben, wie er da steht, so völlig verhungert. Mach die Augen zu, du bist doch blind. Mein Bester, auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn. Keine Erotik, komm weiter. Hey. Kleine Spende. Ich hab selber nicht viel, aber ich muss gucken. Komm, lass dir die am besten. Ich hab wohl nichts, naja. Bist du immer noch der Meinung, dass man reich werden kann, ohne zu arbeiten, ohne was zu tun, indem man einfach im einzig richtigen Augenblick genau das Richtige tut? Unbedingt. Sommers wie Winters. Und voran geht der Herr Hauptmann, Herr Hauptmann, Herr Hauptmann. Und wenn man ihn sieht, dann glaubt man, aber was glaubst du?
Nicht schlecht. Aber wir sollten es probieren. Vielleicht als Sänger. Das ist viel einfacher, Mensch. Ihr habt keine Initiative. Ihr könnt zum Beispiel Biergärtner werden. Da hast du nur... Ich trinke zum Beispiel kein Bier. Sommertagen zu tun, das ist wie auf dem Land. Ja, dann lass uns doch mal aufs Land gehen. Da gibt unheimlich viele alte Bauernhöfe, wo man sicher einen mieten kann. Einfach da bleiben für eine Weile. Mieten, mieten? Bisschen rummachen so. Warum nicht gleich Bauer werden? Ja. Eben, warum nicht gleich Bauer werden? Du hast jetzt Idee. Das wäre wirklich mal ganz gut, oder nicht? Hier rum lässt du nur alle anmutzen. Ja, was willst du denn auf dem Land machen? Jeder macht irgendwas, was er kann einfach. Ja, was kann er denn? Na, was malen, streichen, putzen, alles. Wie kann ich streichen? Rumgehen, spazieren gehen, Pferde züchten, alles. Na, was kannst du denn, Mann? Was kannst du denn? Mensch, ich bin der Kopf hier neu. Was wärt ihr denn ohne mich? Ich kann mir das echt nicht mehr anhören. Wer hat das Bier bezahlt? Ich oder du? Völlig egal, wer das Bier bezahlt. Mir und wer das Bier bezahlt? Komm, so mach dich doch. Ja, wo willst du gehen? Ist aufs Land? Vielleicht komm ich nach, ey. Silvi, ist alles klar, oder? Silvis Idee, oder? Ja. Überhaupt keine Autos hier, aber kein Verkehr. Der Schuh ist nass. Ah ja, Land ist Land. Die Decke ist so schwer. Nimm doch du mal. Komm, ich lege mal an. Nicht. Ich lege mich aufs Gras, Mann. Hallo? 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 Keiner da. Hallo? Scheint leer zu sein. Ja, jetzt muss ich hier raus. Aha. Ah, die Tür ist so offen. Vielleicht bin ich du wo. Naja, das können wir ja immer noch ansehen. Ne? Mensch, ist ja ein Swimmingpool. Mann, das ist ja ein wahnsinniger Swimmingpool. Platz hier. Oh, ist das schön. Halt doch mal die Klappe jetzt. Oh Gott. Ausbreiten. Kannst du nicht mit der Klopferei mal aufhören, sag mal? Ist doch schön. Ja, finde ich auch. Ach. Möchtest du gerne mal trommeln? Also, wie du eben aussahst, Silvia. Wie ein Nasenhahn oder ein Känguru. Sitz.
sitzen wir im weißen Hemd bei Petrus dann im Parlament. Sind wir Bengel, alle Engel. Ich krieg gleich die Gänsehaut, du. Wie friert es überhaupt schon, so? Ihr beiden schön. Na, du Schöner. Die anderen auch. Die könnten hier einen richtigen Zoo aufmachen einfach. Oder so ein Wanderzirkus, weißt du? So von Dorf zu Dorf und für die Bauern die Vorstellung geben. 50 Pfennig Eintritt. Tja. Süß, schreit er. Nein, ich gleich umfallen. Wieso willst du ein Wanderzirkus aufmachen? Na klar, was denn sonst? Jeder kann doch irgendwas spielen oder mit den Hunden oder so oder irgendwelche Tiere rumführen. Oder das Kunststück mit der zerschnittenen Frau. Kennst du das? Kennst du? In dem Kasten. Kennst du Pantomime, so Marcel Marceau? Ja? Ich wollte mal Pantomime lernen. Dann mach das. Geht das nicht? Geht das nicht? Das wäre schön. Und was machst du? Ich tanze. Und ich was mach noch? So Geister. Geister? Geisterbahn. Ich weiß es noch nicht. Das weiß man doch nicht so schnell. Jetzt müssen wir erst mal sehen, wer mitfährt. Ja, wir müssen uns die richtigen Leute aussuchen. Vor allem will ich reiten. Und ich bringe den Direktor. Ich stehe an der Kasse. Ja, das ist und Nummern geil. Nur mit den Füßen hoch. Und die Renate auch, immer mit so kurzen Rücken. Ja, wie wär's mit einer kleinen Kussnummer? Nee, das... Es geht. Das ist eigentlich schön, ja, ne? Also wir wollen einen Wanderzirkus haben. Dazu brauchen wir Geld. Aber Geld haben wir keins. Sag mal, was ist eigentlich mit diesem Typen, der wie eine Kartoffel aussehen soll? Hat der nicht ein Tierheim oder sowas? Also wenn er ein Tierheim hat, dann hat er auch Tiere zum Verleihen. Das ist unser Mann. Ja, und da gehen wir jetzt auch hin. Dein Fakt, jedes Mal das Gleiche. Hau mich nicht so rum, blöder Trottel. Hör auf! So, was hast du davon, wenn du einfach mir solche Scheiße vorsetzt? Sag ich dir. Ich hab's einfach gesagt. Hör auf, ich hab's deinen Kopf. Wieder Pfannkuchen? Komm her, komm her. Los, Pfannkuchen. Hör auf! Ein großer Familienkreis. Seht ihr denn auch? Wir machen einen Wanderzirkus. Das ist schon so. Wir versuchen es erst. Wir jonglieren. Na, bin ruhig. Na, was soll denn das? Bleib doch mal ein bisschen ruhig. So ist brav. Ja, ja. Dann da. Sind Sie Herr Marquardt? Wir wollen einen Wanderzirkus aufmachen auf dem Land. Und aus diesem Grund sind wir hier zu Ihnen gekommen. Das ist mein neuer Mitarbeiter. Und wir sind Fahrschüler.
weil Sie doch sehr viele Tiere hier haben, die Sie eventuell auch verleihen würden, wenn Sie wollten. Ich hoffe, Sie finden es nicht so unverschämt, dass wir hier einfach so zu Ihnen gekommen sind. Aber ich sah wirklich keine andere Möglichkeit. Wir möchten wirklich diesen Wanderzirkus auf dem Land machen. Wir haben sehr viele Leute, die uns helfen. Aber uns fehlt eben Geld und uns fehlen eben auch die Tiere, die Sie hier haben. Und deswegen dachte ich, wir gehen einfach hin. Und ich meine, Sie können natürlich auch Nein sagen, aber ich hoffe, dass Sie auch von dieser Idee begeistert sind. Ich verstehe Sie. Ja. Ich würde sehr gern auch mit meinen Tieren auf Reisen gehen und sie den Menschen zeigen, aber dressieren, Zirkus nein. Dann schon lieber die Menschen dressieren und die Tiere bleiben so, wie sie sind. Ja. Würden Sie mir vielleicht noch ein wenig Bedenkzeit geben, geht denn doch. Es ist nicht so einfach für... Geht euch doch mal die Tiere anschauen. Ja, gehen Sie doch mal. Nicht an das Dressieren ihrer Tiere, sondern dass man eine ganz einfache, schöne Tierschau macht, die besonders für Kinder hier alle. Ach, sind die süß. Komm. Ich brauche keine Angst haben. Sehen Sie, meine Beziehung zu Tieren ist besonderer Art. Mein ganzes Leben bisher habe ich mich nur um Tiere eigentlich gekümmert. Ich habe auch überhaupt kein Verhältnis zu etwas anderem als zu Tieren. Zum Beispiel, was in dem Kopf dieses Tieres gerade vor sich geht. Sind Sie ein Poet? Ich hoffe, meine Damen, Sie nehmen mich noch ernst, meine Freunde. Ja, und dieses Tier dort, wollte mir ein Händler mal als Bernardiner verkaufen. Aber meine Dame, bleiben wir doch sachlich. Immer seriös, ja? Obwohl wir uns schon kennen. Danke. Ich habe mich entschieden, ich bin Ihr Mann. Sind noch ein paar hier. Ich muss mich rasieren, verstehst du? Das sieht unnötig aus mit dem Haar. Du hattest doch so ein Baby, oder? Wenn ich mit dem Zirkus durch die Gegend fahre, plötzlich kommt jemand. Ach,
Du, ist mein Tier oder so, nichts davon. Du kannst sie doch ausleihen. Bringst du wieder zurück zum Beispiel. Ach, das ist doch... So ganz dufte, die Leute freuen sich, das Tier wird während der Zeit ernährt. Es geht nicht darum, um leihen oder nicht leihen, sondern weißt du, wie lange wir unterwegs sind, Tournee haben und so. Ich hab zum Beispiel eine prima Sache. Ich kenne einen Griechen. Aber weiß nicht so. Du, der kann zum Beispiel, also mit Keksen, fängt der fabelhafte Papagei. Er hat meine Schminke. Nein. Ramona, hast du meine Schminke? Wird noch eine Minute Not. Das ist ja fantastisch. Gib mir doch mal die Schminke. Kannst du mir mal halten? Ey, mach doch mal so. Sag mal, die das wirklich ernst meinen mit dem Wanderzeuger? Sieht dann aus. Ach so. Ein Dromedar brauche ich und einen Bären, einen Tanzenden. Drei Ponys für die Kinder, da sahen wir ein bisschen ab, dann, ich meine, das ist verständlich, nicht? Da, die Eltern lassen sie sofort reiten und so weiter. Ich krieg das ganz billig, du. Da brauchte ich also ein paar Karotten. Pass auf, wir brauchen jetzt drei Traktoren für die Wagen. Wir haben jetzt... Vorhin hast du zwei gesagt. Ja, vorhin, gut schön. Ein Wagen ist zugekommen. Wir brauchen fünf Wagen. Feuermensch, dann brauchst du einen Buchhalter. Sag mal, mit dem Wanderzeug ist das meinst du doch nicht ernst, oder? Das doch. Ja, doch nicht. Ja, ach, das doch. Glaube ich nicht. Warum nicht? Doch. Voll Wanderzeug, ich finde, wir machen wirklich ein unheimlich duftes Fest hier, oder? Nee, doch. Wir können ja auch diese beiden, wie heißt das, diese Hundefänger und diesen Knallkopf, die können wir auch wegschicken. Nee, was? Ja, dann nicht. Nee, das ist nicht. Was? Nee. Wie bitte? Ich wollte mal Clown werden. Gut. Der fehlt uns. Manchmal heißen sie auch, manchmal nehmen wir davon auch einen anderen Namen, gell? Ja, man kann ihnen einen Namen geben. Hm? Liesel. Der Niedel. Ja, kennst du, eine, die so heißt? Was? Die, kennst du eine Kuh, die Liesel heißt? Nee. Es wäre schön, wenn es klappt mit dem ganzen Zirkus. Wir brauchen alle Leute. Du meinst, wenn es mit dem Zirkus klappt, dann... Na ja, klar. Möglich. Weißt du jetzt, wie die kleinen Kühe heißen? Sag, warum weißt du das nicht? Die haben nicht alle klar. Na ja, klauen kann ich schon machen. Was machst du? Was? Tanzen. Man könnte natürlich auch noch was ganz anderes machen. Trapezakt oder weißt du, so ein Haarakt, wenn du dich so oben an den Haaren so lang so und dann immer so, einer muss unten stehen und dich ganz schnell so rumwirbeln, nicht? Du darfst mich aber nicht anfassen. Klar. Moment mal, zieh mal das Hemd aus. Hemd aus. Hemd aus. Wir machen jetzt die brasilianische Liebesnacht. Rio
3. August 1970. Bravo! Fantastisch! Bravo! Bravo! Ja! Da mache ich nicht mehr mit. Wenn sowas passiert hier, ja, dann steige ich aus. Ich möchte einen anständigen Zirkus, der jugendfrei ist und wo auch unsere Kinder, ja, unsere Kinder, die wir erzogen haben, zu sauberen Sachen, nur dann. Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Die Persönlichkeit gehört dir. Warum denn? Das macht da gehört eine Persönlichkeit her, da kannst du einfach nicht. Ach, nein, ich möchte es aber nicht haben, ja? So ein Hering, so, da muss jemand. Ich denke an meine Kinder, ja? Ich mach meinen Zirkus allein! Geh weg, komm, dann mach ich meinen Zirkus. Dann mach ich ihn allein, ja? Okay? Also, wenn wir Erfolg haben wollen, dann müssen wir uns an das literarische Publikum wenden. Ja, was jetzt? Ich würde vorschlagen, also ich stelle mich dahin, so als Persönlichkeit, und trage ein Gedicht vor. Beamtenweihnacht. Der Gabentisch ist öd und leer. Die Kinder blicken blöd umher. Da lässt der Vater einen krachen. Ei, wie die Kinder drüber lachen. So kann man auch mit kleinen Dingen, Beamtenkindern, Freude, nee. Na, Marki, ich halt doch zu dir. Marquardt. Das weiß ich jetzt nicht weiter, aber so in dem Stil ungefähr, ne? Freude bringen. Machen, 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 Beamtenkindern Freude machen. Jetzt kommt dein großer Auftritt. Erstmal vorstellen, meine beiden Partnerin, Lise und Lasse. Wunderbar, danke schön, danke schön. Ein Kuss für die Hand. Ich habe früher meine Freunde in der großen Amerika, ich habe in Ohio eine wunderbare schöne Zirkus gehabt. Wir haben beide gespielt, wir haben sehr große Namen gemacht. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich kann in so einer kleinen Wanderzirkus mitspielen. Versteht ihr, Freunde? Ich bin sehr, sehr happy. Ich werde euch machen eine große Big Number, eine fantastic Number. Ich habe gemacht 1 Million Mal. Ich werde jetzt vorführen, Freunde. Ich war bekannt als Gladi. Wow!
Ich möchte lieber reiten gehen jetzt. Oh. Jetzt kann man auch. Aber jetzt nicht. Warum? Weil wir keine Pferde haben. Noch nicht. Wir brauchen ungefähr 10 Pferde. Naja, nee, ist zu viel. Aber zu eins, viel Futter. Nee, eins mehr. Für uns? Ach, für uns. Naja. Mein Gott, ist das schön, du. Ich habe schon gar nicht mehr dran geglaubt. So ein richtiger Job, stell dir das mal vor, ein richtiger Job. Mit Sozialversicherung. Da kann man sich was zurücklegen. Könnte man verreisen, auf Raten was kaufen. Du hast was Weißes an der Lippe.